So, ihr Lieben, hier ist wieder Manja. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich noch mehr, dass ich euch nach dieser, ja, nennt es mal Sommerpause, die wir gemacht haben vom Verein, ein ganz neues Format präsentieren darf, was wir mit präsentieren dürfen hier auf diesem Kanal. Es geht um den sogenannten Hypnotalk. Ich hatte in der Vergangenheit schon einige Videos gemacht zum Thema RTT, also Rapid Transformation Therapy, wo es darum geht, dass im Endeffekt über Hypnose geschaut wird, was sind Themen hinter Erkrankungen, hinter bestimmten Dingen, die ich tue, ob es jetzt zu viel Essen oder Alkohol oder sonst was ist. Und wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr da auch gerne nochmal reinschauen in die Videos. Worum es hier geht, ist, dass die wunderbare Carina den sogenannten Hypnotalk ins Leben gerufen hat. Das heißt, sie wird zu bestimmten Themen über die kommende Zeit, alle 14 Tage, eine Therapeutin interviewen, also über bestimmte Themen, in denen diese Therapeuten spezialisiert sind, zu sprechen. Und ich werde immer ein kurzes Intro hier auf dem Kanal dazu geben, um dann im Anschluss einfach das Interview hier euch mit zur Verfügung zu stellen, damit ihr da ein bisschen tiefer auch einsteigen könnt in dieses ganze Thema. Beispielsweise wie bei diesem Mal das Thema Selbstsabotage. Gerade das Thema Selbstsabotage, da kann man jetzt viel drunter fassen. Da kann man drunter fassen, ich verletze mich zum Beispiel selbst oder ich tue immer irgendetwas, damit garantiert mein Erfolg nicht eintritt. Wenn ich jetzt mal in Bezug auf das Thema schwere und chronische Krankheiten Bezug nehme, habe bemerkt über die letzten Jahre, dass ganz oft das Thema Selbstsabotage eines der großen Themen ist, die dahinter stehen. Was heißt die dahinter stehen? Die dahinter stehen meint, dass im Endeffekt die Frauen oder auch Männer, die an schweren oder chronischen Krankheiten leiden, ganz oft ihre Heilung selbst sabotieren mit Glaubenssätzen wie ich darf nicht gesund sein oder ich kann nicht gesund sein, aber auch in der Bearbeitung der Themen, die tatsächlich dahinter stehen. Also das Thema zum Beispiel Opferhaltung, ich bin eben ein Opfer, ja, oder das Thema, ich bin nur eine Frau, ja. Das heißt, dass sie ihre Heilung, ihren Prozess in diese Selbstheilung zu kommen, dadurch ganz oft selbst sabotieren. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass mit diesem Thema begonnen wurde. Und möchte euch das hier zur Verfügung stellen. Mir oder uns geht es darum, dass ihr da einfach mal reinspürt. Macht es was mit euch? Hat es vielleicht auch was mit euch zu tun, mit den Prozessen, in denen ihr seid? Ob das jetzt das Thema Heilung einer Erkrankung oder von Symptomen ist? Oder ob das das Thema, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte reich sein, ich möchte, weiß ich nicht, die beste Mutter sein auf dieser Welt. Es ist dabei vollkommen irrelevant, in welchem Bereich ihr euch so befindet. Es geht alleinig darum, dass ihr mal reinspürt, hat das auch was mit mir zu tun? Ihr könnt euch dann natürlich immer gerne, das werde ich hinten dran stellen, an die Therapeuten direkt wenden, die sich auf diese Themen spezialisiert haben. Die arbeiten meist auch online. Oder einfach reinspüren, ob ihr mit irgendwelchen anderen Therapeuten, die andere Methoden machen, da zusammenarbeiten möchtet, um diese Themen anzugehen oder halt in die Eigenarbeit geht, wenn ihr selber genug Methoden habt. Und das ist ja immer ein Ziel, was wir auch so verfolgen, euch selber zu ermächtigen, dass ihr selber auch Themen bearbeiten könnt. Seid da wirklich ganz ehrlich mit euch. Was kann ich alleine? Wo brauche ich noch Unterstützung? Ich sage immer selber, ich habe auch ganz viele Coaches in Anspruch genommen in meinem Leben und tue es auch immer noch, weil es einfach darum geht, dass wir immer blinde Flecken haben, Sachen, wo wir vielleicht nicht so hinschauen wollen, können, dürfen, sollen, was wir ganz oft auch einprogrammiert bekommen haben und was abgespeichert ist im Unterbewussten, wieder beim Thema Selbstsabotage, wo wir dann da sind.
Seid aber auch ganz ehrlich mit euch, was kann ich alleine? Was traue ich mich einfach mal? Versucht es euch, probiert euch aus, ob das jetzt über Atemtherapie ist oder ob das über Meditation ist oder über irgendwelche Energiearbeiten. Seid da wirklich einfach auch mal neugierig, traut euch in unbekannte Gebiete vor und schaut mal, was kann ich allein? Und seid aber auch ehrlich, jetzt hänge ich, jetzt stoße ich an, jetzt würde ich gerne die Arbeit mit jemandem in Begleitung fortsetzen und sucht euch dann den oder diejenige, die da für euch passen. Ja? Mir geht es darum, dass ihr erkennt, welche Themen ganz oft hinter Erkrankungen oder hinter Mangel oder hinter ich fühle mich nicht wertvoll, wie auch immer, liegen. Und dass ihr diese angeht, löst, um dann in eine Freiheit zu kommen, die es euch ermöglicht, selbst zu heilen, erfolgreich zu sein, was auch immer. Ja. Ich werde jetzt hier Schluss machen. Ich werde, wie gesagt, immer ein kurzes Intro geben. Es wird jetzt 14-tägig diese Sessions geben. Die werden auch live auf Facebook übertragen. Es ist immer jeden zweiten Mittwoch. Ich werde schauen, dass ich auch in der Facebook-Gruppe das einfach hier teile, damit ihr wisst, wann diese Veranstaltungen sind und welches Thema als nächstes dran ist. Falls ihr da nicht teilnehmen könnt, falls ihr das verpasst, habt ihr dann aber immer hier die Möglichkeit, auf dem Kanal das Ganze nachzuschauen, in eurem Tempo, so oft wie ihr es möchtet, und für euch wirklich was mitzunehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die Interviews sind immer ein bisschen länger, als jetzt natürlich die Videos, die wir gemacht haben, hier immer dauern, weil es einfach so spannende Themen sind. Aber nehmt euch einfach die Zeit, die ihr dafür braucht, um sie anzuschauen, um sie zu verinnerlichen und was mitzunehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann. Okay, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute live auf Facebook mit dem ersten Hypnotalk und ich heiße Dr. Maren Grütters. Herzlich willkommen. Hallo Ja, Maren, wie hallo geht's Carina, dir? danke dir. Mir geht's super gut. Ich freue mich sehr hier auf unseren ersten Talk Ich und habe komme auch gehört, du gerade bist aus einer. direkt vor der Arbeit auf die Bühne gekommen. Super, finde ich toll. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Du bist meine RTT-Kollegin. RTT bedeutet Rapid Transformational Therapy. Und du lebst in Deutschland und bist eigentlich promovierte Neurowissenschaftlerin und arbeitest in einer Chemiefirma im Marketing, und zwar in der Leitung des Marketings. Das ist natürlich super interessant für mich zu wissen, wie kam es dazu, dass du eine Ausbildung zu Rapid Transformational Therapist, Therapeutin, Hypnosetherapeutin begonnen hast, abgeschlossen hast. Und was war der Moment, der Morgen oder der Abend, der dich dazu bewegt hat? Ich möchte auch noch nebenbei was anderes machen. Ich möchte Menschen helfen und in ihrem Unterbewusstsein arbeiten, da was verändern. Was war der Anlass? Ja, genau, das beschreibst du sehr gut. Also sowas ist ja grundsätzlich immer irgendwie eine Reise und auch eine Entwicklung, ne? Und ich habe halt damals nach der Schule habe ich Biologie studiert, schlichtweg ehrlich gesagt, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Ich hatte Bio-Leistungskurs und dachte, ich studiere das mal und habe mich dann im Rahmen des Studiums aber auch gleich für Neurobiologie und für die Funktion des Gehirns interessiert, insbesondere für die Neuroplastizität, die ja beschreibt, dass unser Gehirn halt auch wirklich bis ins hohe Alter noch form- und abwandelbar ist. Das war ja lange nicht verstanden. Und naja, dann habe ich das studiert, habe dann auch noch promoviert, allerdings tatsächlich mehr aus dem Grund, weil man mit einem Diplom in Biologie zu der Zeit auch einfach nicht viel beruflich anfangen konnte und in Naturwissenschaften eine Promotion halt auch wichtig ist. Und genau, dann habe ich das fertig gemacht. Das ist jetzt tatsächlich fast 10 Jahre her. Und bin dann nach meinem Studium zu dem Chemieunternehmen gegangen, wo ich auch heute noch in meinem Hauptjob arbeite. War da lange im Vertrieb, war auch viele Zeit davon Führungskraft und bin jetzt halt im Marketing-Produktmanagement, wo ich ebenfalls ein Team leite. Du sprachst schon an, noch was machen und was nebenbei machen. Also ja, das bin irgendwie ich schon immer. Also ich habe Freundinnen, die fragen mich schon lange, sag mal, hat dein Tag eigentlich irgendwie mehr als 24 Stunden? Ich habe früher immer viel nebenberuflich gemacht, parallel zum Studium gekellnert, ja, so diverse Dinge eben schon immer nebenbei. Aber sie mussten mich halt erfüllen, sie mussten mir Freude bereiten.
Ja, und jetzt muss ich sagen, habe ich so in den letzten Jahren für mich ganz persönlich auch nochmal einen Weg im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung ganz stark gemacht. Okay. Bin auch nochmal umgezogen innerhalb von Deutschland, von NRW nach Kiel im Rahmen meiner Scheidung und habe mich da sehr, sehr auf den Weg zu mir selbst gemacht. Und ich sage mal, diese zwei Stränge, so zum einen so meine eigene persönliche Entwicklung, aber auch so diese Frage, was begeistert mich an meinem Job eigentlich am meisten? Die haben dann so zu der Antwort geführt, dass es eigentlich die Entwicklung von Menschen ist. Also ich habe es schon im Vertrieb als Vertriebsleitung immer gemocht, Menschen zu entwickeln, Vertriebler in ihr volles Potenzial zu bringen, weil ich glaube, dass wir alle unterbewusst Blockaden haben, die uns davon abhalten, in unser volles Potenzial zu gehen. Ja, und das war dann erstmal so die Idee, so vielleicht in Richtung Coaching zu gehen. Aber dann dachte ich, na, was soll ich jetzt eine Coach-Ausbildung machen? Ich habe da so viel Führungsseminare und alles besucht, da mache ich jetzt keine Coach-Ausbildung. Ich beschäftige mich schon länger, auch nebenberuflich, so im so Multilevel-Marketing-System mit Nahrungsergänzungsmitteln fürs Immunsystem. Und da sagte eine Kollegin so im Gespräch, als es darum ging, Mensch-Coaching, was für eine Methode, da sagte die, kennst du denn die Marie Sapir? Ich sage, Marie Sapir? Nee, noch nie gehört. Das musst du dir mal angucken. Da, bei Mindvalley und so, Marie Sapir, RTT-Hypnose. Ich denke, na gut, dann haben wir das erstmal aufgeschrieben. Ja, dann habe ich mich mal damit beschäftigt und habe wirklich damit die Methode gefunden, nach der ich immer gesucht habe und bin jetzt eben auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Aber die Methode damals, hast du die für dich selbst gesucht? Für dich? Nein, für mich als Tool. Als Tool? Nee, nicht für meine eigene Entwicklung, sondern ich habe sie als Mittel gesucht, um Menschen zu helfen. Ich selbst habe tatsächlich die Ausbildung zur Hypnosetherapeutin und RTT-Therapeutin begonnen, ohne jemals selber in Hypnose gewesen zu sein. Also wirklich, es fühlte sich einfach richtig an. Du hast es nie ausprobiert, vorher selbst. Genau. Erst im Rahmen der Ausbildung, ja. Okay, interessant. Ja, aber manche Dinge intuitiv kann man erfassen. Das ist es. Ja, es war bei mir genauso. ATT, wow, das muss ich lernen. Aber ich habe vorher eine Testsitzung für mich genommen, ne, um ganz sicher zu sein. Ja, super interessant. Was glaubst du, ist der Unterschied zwischen normaler Hypnosetherapie und RTT, Rapid Transformational Therapy? Was ist denn da das Besondere im RTT? Na, also das Ganze basiert ja auf der Founderin Marie Sapir, die ja wirklich seit über 30 Jahren Erfahrung hat, ja eine mehrfach zertifizierte Therapeutin in UK und USA ist. Und sie sagt ja immer, Emotionen mögen kompliziert sein, Therapie muss es nicht sein. Und ich sehe eben, dass viele, ja gerade aus dem psychotherapeutischen Umfeld, da geht man ewig in Gesprächstherapie und ja, vielleicht macht man auch mal sowas wie Hypnose. Aber ich finde so RTT, na, das hält, was es verspricht. Also Rapid ist es schnell, transformational, es ist super transformierend und Therapy, ja, es hat eben auch wirklich therapeutische Effekte. Also für mich eine mega unique Methode, mit der ich jetzt in wenigen Monaten eigentlich, so lange praktiziere ich noch gar nicht, unglaublich viele Menschen in Raketengeschwindigkeit in ihr Potenzial geschossen habe, sozusagen. Wie lange dauert bei dir so eine RTT-Sitzung? Ist ja bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Wie ist es bei dir? Ja, es hängt davon ab, mit welchem Thema der Klient zu mir kommt, wie die Sitzung läuft. Also ich sage mal, grundsätzlich ist es so, dass wir erstmal ein unverbindliches Vorgespräch führen, wo ich eben mit dem Klienten erstmal in den Dialog gehe, worum geht's. Ne? Er hat ja vielleicht auch Fragen schon mal gehört, Hypnose, ich weiß nicht. Also da gibt es erstmal so ein kostenloses Vorgespräch. Da habe ich den Link auch schon unten bei uns am Video eingestellt. Also da kann man dann auch sich da gleich melden. Ja. Genau, dann machen wir ein Vorgespräch. Das dauert dann ungefähr so eine halbe Stunde. Und dieses Vorgespräch führe ich auf Basis eines Fragebogens, den ich dem Klienten vorher zusende, wo er für sich sein Thema nochmal reflektieren kann, nochmal so ein bisschen niederschreiben kann, was sind die Symptome, was sind Trigger, ne, so wie schränkt mich mein Thema ein im Alltag, um dann auch die Kurve zu kriegen, ja, wie soll es denn sein? So, und dieses Vorgespräch ist oft schon sehr, sehr wertvoll. Und dann geht es eben in die eigentliche Sitzung, die biete ich an online, weltweit, aber halt auch insbesondere vor Ort, hier oben in Kiel. Und tatsächlich, seit neuestem mache ich auch Hausbesuche für Menschen, die sich nicht mehr so gut bewegen können, weil ja auch bei körperlichen Themen häufig eine psychische Unterstützung gut supporten kann. Ne? Ja, genau, und diese Sitzung selbst, die dauert dann so, ich sag mal so zwischen 1,5 und 2,5 Stunden, je nach Umfang. Und dann gibt es dann auch das begleitende Recording.
wo dann ein individuell auf den Klienten zugeschnittener Hypnoseaufnahme nochmal sozusagen to go für zu Hause aufgenommen wird. Das ist auch nochmal super schön, weil unser Gehirn lernt ja durch Wiederholung. Und dann hat der Klient nochmal wirklich so für auf die Ohren zu einer Zeit, die ihm passt, was zum Hören. Wie lange sind denn so deine Aufnahmen für die Hypnose, für die Hausaufgabe dann später? Die Klienten müssen es ja für 3-4 Wochen sicherlich jeden Tag einmal anhören. Wie lang ist deine Hypnoseaufnahme? Mhm. Ja, ich finde es witzig, dass du müssen sagst, weil so haben wir das auch damals ja von Marisa gelernt. Ich habe tatsächlich festgestellt und kenne das auch von mir selbst, dass es irgendwie echt eine Wohltat ist eigentlich, dass man noch mal so ein bisschen Begleitung hat für die nächsten 3 Wochen. Ne? Finde ich wirklich, wirklich klasse, weil ich kam auch aus diesem Müssen so ein bisschen am Anfang, also bitte hören. So. Und von der Länge lasse ich mich auch intuitiv leiten. Ne? Wenn ich Klienten habe, die sagen so, oh, ich habe wirklich nicht so viel Zeit im Alltag, ne? Dann mache ich sie schon mal nur 15 Minuten. Okay. Wenn ich das Gefühl habe, da braucht jemand gerade wirklich viel ausgedehnte Zeit für sich, dann auch schon mal bis zu 20 Minuten, also so um den Dreh okay. Die Aufnahmen. Mhm. Gut, da stellst du dich drauf ein. Ja. Was wollte ich eigentlich noch? Du hast ja auch einen Artikel oder ein Interview gegeben für die Zeitschrift bei euch, ne? Mhm. Woman in the City. Genau, ich weiß gar nicht, mal gucken, ob ich hier noch eine, ich tauche mal gerade ab. Ja, da ist sie, genau, sogar auf dem Titel das hier. Dort, super, ja. Toll. Und da wurdest du interviewt, ich fand das sehr interessant, dein Interview. Was mir gleich so ins Auge gefallen ist, ist, was mich so auch interessiert, ist ja auch mein Spezialgebiet, Essstörung. Mhm. Und was mich jetzt interessiert hätte, unser Thema ist ja heute Selbstsabotage, ne? Ja. Mhm. Selbstsabotage, die Leute wissen ja meistens nicht, ne, dass sie sich selber sabotieren. Niemand kommt und sagt, ich gehe zum Dr. Maren Grütter und lass mich behandeln auf Selbstsabotage. Viele wissen ja nicht, dass sie sich selbst sabotieren. Und ein Thema habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, sind bei dir Essstörungen. Und da hätte mich interessiert, wie hat sich dann die Selbstsabotage da geäußert in diesem speziellen Fall? Den du hast. Mhm. Ja, genau. Also Selbstsabotage ist, wie du schon sagst, das ist so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt. Also meistens ist das halt dann auch also nach der Sitzung offensichtlich, weil wir doch irgendwo als Kinder gelernt haben, dass wir nicht sichtbar sein dürfen. Ja, dass wir, also häufiger ist es witzigerweise gar nicht unbedingt die Angst vor Misserfolg, die manche Menschen haben und sich deswegen selbst sabotieren, also sich selbst zurückhalten, sondern viele von uns haben auch Angst vor Erfolg und sabotieren diesen ganz bewusst, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ist ja eben nicht bewusst, sondern unterbewusst. Mhm. Genau, und vieles davon gründet halt in so einem tiefliegenden Gefühl von nicht genug. Also dieses Ich bin nicht genug, was wir aus unserer Kindheit häufig noch mitschleppen, bis ins hohe Alter, sage ich mal, ne? Ich werde auch 40 bald, wo man das mit sich schleppt, weil man eben in Kindheitstagen falsche Schlüsse gezogen hat. Und genau, Essstörungen, also ich sag mal, letztlich kommen Klienten mit diversen Themen zu mir, aber bei Essstörungen ist es natürlich insbesondere so, dass Klienten sich eigentlich selbst schädigen, ja, wirklich sehr körperlich auch wahrnehmbar, ne? Und dass sie da eben sehr bewusst in diese Situation rutschen. Ja, und da kommen wir dann ganz häufig auf erlernte Muster aus der Kindheit und die dann im Rahmen der Sitzung zu erkennen, und darum geht es ja eigentlich bei RTT, ist mega heilsam. Also, und da fällt einem dann irgendwie plötzlich wie Schuppen von den Augen, wenn der Papa mal dem Kind in die Backen greift und sagt, Mensch, hast ja ganz schön Futter irgendwie, ne? Oder man dem kleinen Bruder gegenüber irgendwie benachteiligt wird, weil der Bruder vielleicht eine schwere Behinderung hatte und immer im Vordergrund stand. Und daraus lernen wir als Kinder schon, nimm dich mal zurück, wer bist du denn, was hast du denn hier zu melden? Und die kleine Kinderseele schlussfolgert dann, ich bin nicht gut genug, was sich dann eben unter anderem in Essstörungen oder auch in anderen Themen äußert. Ja, und wenn wir gucken, wie Mainstream Essstörungen behandelt, ne? Verhalten ändern, indem das Essen gemessen wird, ja? Beobachtet wird, wie viel man isst, da ist ja immer noch nicht die Ursache behoben. Und viele, die dann aus der Klinik kommen, die machen dann genau das Gleiche wieder von vorne und zerstören ihr Leben und sterben vielleicht. Und das ist ja das Tolle am RTT, zur Ursache zurückzukommen und zu sehen, deshalb tue ich mir das. Mhm. Ja, genau. Wie lange hat das bei dir, bei dem Klienten gedauert, bis der praktisch sich transformiert hat und die Essstörung sich aufgelöst hat? Oder ist die noch da? Mhm.
Nee, also da sieht man schon Verbesserungen eigentlich nach der ersten Sitzung. Also das ist wirklich toll, dass diese Methode ja erlaubt, die Dinge in 1 bis 3 Sitzungen aufzuräumen. Also ne, das ist natürlich trotzdem sehr, sehr individuell. Also das, ne, da möchte ich auch gar keine Versprechungen machen oder so. Nee. Das wird eben Klienten individuell ja dann auch Genau. besprochen. Aber da war es eben so, dass ich nach der ersten Sitzung schon Anrufe bekam, so, du glaubst es nicht, wir waren irgendwie essen am Wochenende mit ein paar Mädels und ich saß da und ich habe gar nicht über Essen nachgedacht. Das gibt's gar nicht. Ich fühle mich so gut, Super. ich strahle Och. und so. Und das sind natürlich so Sachen, wo mein Herz aufgeht, wenn ich solche Nachrichten kriege mit solchen Erfolgsgeschichten. Ja, und auch das einfach Dinge, ich meine, wir alle sind Dingen im Außen ausgesetzt. Ja, es kann immer im Außen was passieren. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und in dem Fall war es zum Beispiel auch so, dass es natürlich nicht aufhört, auf der Arbeit mal stressig zu sein. Ne, dass irgendwie das letzte Date nicht so verlief, wie man sich das wünscht. Aber wenn dann eben die Rückmeldung kommt, so, ja, du glaubst es nicht, ich strahle ganz anders. Ich habe ganz anders, bin ich damit umgegangen, dann freut mich das natürlich total. Also da haben wir ja wirklich in wenigen Sitzungen super Fortschritte erzielt. Mega gut. Gibt es da eigentlich noch ein ganz einschlagendes Erlebnis? Das haben wir ja alle als Therapeuten, ne? Wo du sagst, dieses Beispiel, das bleibt mir so hängen, das werde ich nie vergessen, diese Transformation. Du machst es zwar noch nicht lange, aber ich glaube, du hast sicher so ein Erlebnis schon gehabt, wo du sagst, wow, ist für mich sogar mind-blowing, hätte ich jetzt selbst nicht gedacht. Kannst du sowas vielleicht mit uns mal teilen? Ja, gerne. Also irgendwie ist es fast jede Sitzung. Also du hattest ja auch gesagt, ich bin ja auch Okay. gerade auch aus der, ich hatte um, ne, man bekam sich, glaube ich, um 6:30 noch eine Klientin hier, ne, bin dann von dem hier hin und ich muss sagen, ich habe halt eher mehr Energie als weniger, weil mir das auch Wow. wirklich mega viel Kraft gibt, ne, weil ich damit Wirklich? halt tue, was Oh. mir liegt. So. Also ich strahle dann noch mehr, weil meine Klienten strahlen. Also von daher muss ich wirklich sagen, ist irgendwie jeder Fall super mindblowing, wie du sagst. Also ich Ja. denke, wow, wie toll. Aber was mich wirklich besonders bewegt hat oder auch immer wieder bewegt, häufig können wir dieses Thema gerade auch bei der Selbstsabotage als Teil von uns wahrnehmen. Also, dass man wirklich sagt, so, geh mal in dich und wo ist dieser Teil, der dazu beiträgt, ne? Dass du zum Beispiel starke Muskelverspannungen hast, dass du Gelenkthemen hast und so. Und wenn man dann durch die Arbeit in der Sitzung erlebt, wie dieser Teil geht, wie die Klienten in der Lage sind, diesen Teil gehen zu lassen. Das ist wirklich immer unglaublich kraftvoll. Und ich arbeite auch viel mit Menschen, die mir sehr nahe stehen. Und so erinnere ich mich noch an eine Situation mit einer sehr engen Freundin von mir. Und als sie dann auch unter Tränen sagte, ja, dieser Teil, der mich sabotiert hat, ist gegangen. Ich muss echt Wow. sagen, also ich habe Gänsehaut bekommen und mir stiegen selbst die Tränen in die Augen. Also das berührt mich immer sehr, auch mit Menschen zu arbeiten, die ich kenne. Mir geht es genauso. Ich habe gerade überlegt, wollen wir das kurz mal demonstrieren? Was würdest du zu dem Klienten sagen in dem Moment, wenn der sich diesen Teil anschauen soll? Ganz Ja, wir kurz. können das ja mal mit dir machen, Karina. Ja, Was möchtest du okay. denn vielleicht, Oh. was möchtest du denn vielleicht loswerden? Ein Teil, ich glaube, jeder hat einen Teil von Selbstsabotage in sich. Ich glaube schon, ja. Nur wenn es halt zu schlimm wird, dann brauchen wir einen Therapeuten. Aber. Wir können ja ein suggestives nehmen. Vielleicht hast du einen Hang zur Schokolade oder überleg dir was Einfaches. Also ich verweigere mir auch eher Essen, wenn ich unter Stress bin, was nicht gesund ist. Vielleicht können wir das ja mal machen. Ja, gut. Dann mach's dir einmal bequem, wie du jetzt Okay. sitzt, soweit das geht. Und genau, schließe deine Augen. Du nimmst jetzt auch wahr, wie deine Augenlider ganz schwer werden. Nimmst wahr, dass deine Augenlider fest verschlossen sind, wie verklebt, wie versiegelt, während ein treibendes, schwebendes Gefühl in deinem Körper entsteht. Und weißt du, es ist so, dass jeder Teil von uns, auch die uns sabotieren, stets eine Rolle, eine Funktion oder eine Aufgabe haben und häufig auch nur unser Bestes wollen. Und so kannst du in dich gehen und diesen Teil finden, der dich selbst manchmal sabotiert. Du bist immer noch du, aber du bist wie in dich gegangen und findest diesen Teil. Es gibt kein richtig oder falsch. Es kann eine Farbe, ein Gefühl sein oder einfach ein Teil von dir. Und ich möchte, dass du mir ein Zeichen gibst, indem du nickst, wenn du diesen Teil gefunden hast. Dann sprich mir einmal nach und vollende den Satz.
Ich bin der Teil von Carina. Ich bin der Teil von Carina. Und meine Rolle in ihrem Leben. Und meine Rolle in ihrem Leben. Ist es? Ist es? Sie zur Ruhe zu bringen. Und ich muss sie zur Ruhe bringen, weil? Weil sie sich zu sehr ausstresst. Sehr gut, das machen wir jetzt noch einmal. Ich bin der Teil von Carina. Ich bin der Teil von Carina. Und meine Funktion in ihrem Leben ist es? Und meine Funktion in ihrem Leben ist es, dass sie sich mehr um sich selbst kümmert. Und ich muss dafür sorgen, dass sie sich mehr um sich selbst kümmert, weil? Weil sie zu viel anderen gibt. Sehr gut. Du musst schon schmunzeln, weil auch wenn du die Methode kennst und ich hole dich einmal wieder zurück, dann nimmst dein Umfeld wieder wahr. Carina, willkommen zurück. Kannst die Augen wieder öffnen. Das war ein echt Einstieg. Ich danke dir. Gerne, das ist ganz spannend. Ne? Also obwohl man die Methode kennt und du jetzt auch nicht wirklich in Hypnose warst, kannst du das wahrnehmen. Da kommen intuitiv Antworten aus deinem Innern, die kommen ja aus dem Unterbewussten. Diese Methode ist natürlich normalerweise sehr eingebettet in eine richtige Einleitung, in die Trance und so. Aber du siehst schon, das hast du erkannt, der Teil, der arbeitet eigentlich für dich. Der will, dass du zur Ruhe kommst, dass du dich auch mal um dich kümmerst. Also diese Teile, auch wenn sie uns sabotieren, denken ja immer, sie hätten eine gute Idee. Aber es ist dann doch irgendwie schädlich. Ich hätte jetzt so gern weitergemacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, kommt denn da jetzt noch alles? Nee, das ist super, super interessant. Deshalb liebe ich RTT. Und was ist es nochmal? Warum dir diese Arbeit so viel Spaß macht? Kannst du es doch mal? Ja, eben genau das. Ne? So der Aha-Effekt, dass selbst erfahrene Kolleginnen noch schmunzeln müssen, wenn sie erfahren, was der Teil für eine Rolle hat. Nein, es ist wirklich sehr, sehr erfüllend. Also ich finde die Arbeit unglaublich abwechslungsreich. Es ist tatsächlich kaum mehr Arbeit. Ich arbeite jetzt auch mit Mannschaften, super kraftvoll, habe gestern gerade mit einer Handballmannschaft zusammen eine erste Gruppensitzung gemacht, also auch eine ganz tolle Dynamik, wo Tränchen flossen und wirklich genial. Oh, hier kommt gerade eine Meldung. Also von daher ist es so die Vielfalt und die Nähe, auch die Verbindung zu meinen Klienten. Also ich, das ist mir wichtig, dass ich mich auch im Nachhinein noch gut um meine Klienten kümmere sozusagen, dass ich die auch längerfristig begleite und ja, irgendwie wachsen die mir alle, jeder für sich ans Herz und da ist noch viel Platz ums Herz. Die werden wie Freunde, ne, am Ende, ne? Hast du das auch bei dir? Genau. Was wollte ich dich noch fragen? Du hattest mir erzählt, dass du so ein tolles Geschenk eigentlich für deine Freunde und Verwandten gerade zusammengestellt hast, so ein kleines Paket. Und das läuft aus Ende November. Und ich hatte dich gefragt, hast du vielleicht ein Geschenk für unsere Zuschauer? Was wäre das? Genau, also meine Firma heißt ja MeTime, habe ich auch unten eingeblendet. MeTime, es geht um dich. Also das soll nochmal so verdeutlichen, ne, was die Passion dessen ist. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich nehme normalerweise für dieses Gesamtpaket, was ich eben beschrieben habe, ne, also das Vorgespräch, die Sitzung selber, 1,5 bis 2,5 Stunden, das Recording, die Follow-up-Gespräche, die dreiwöchige Begleitung, da nehme ich normalerweise 300 Euro für. Und ich habe jetzt im Moment ein Family and Friends Angebot, das gilt bis 30.11. Und da sage ich, es gibt 35%, also 200 statt 300 Euro. Und ich habe noch 5 Plätze frei. Also wer jetzt zuschlagen möchte, der kann sich, da müssen wir ein bisschen gucken, dass es der Reihe nach geht, kann sich da bedienen. Das würde ich sozusagen dann als Freebie hier an die Zuschauer, die das live sehen, geben. Okay, wenn jemand das in Anspruch nehmen möchte, wie soll er jetzt genau vorgehen am besten? Wir haben ja unten im Live haben wir ja den Calendly-Link, aber ansonsten bin ich auch über alle Kanäle erreichbar. Also einfach auf meiner Webseite gucken, E-Mail, WhatsApp, Telegram, Signal. Also ich finde immer wichtig, dass man mich auf allen Wegen erreichen kann. Also einfach anrufen und Hypnotalk nennen als Hypnotalk, als Passwort oder Kennwort. Und dann Passwort, Codewort, Hypnotalk und dann kriegen die Zuschauer ihre 35% Rabatt, was super ist. Also das ist ein Angebot, glaubt mir, das muss man wahrnehmen. Hast du deine Website? Kannst du die vielleicht nochmal nennen, genau, wie die heißt? Genau, das ist, habe ich auch unten reingepostet und das Live, das ist metime.coach. Da findet man auch nochmal ein bisschen Hintergründe, alle Kontaktmöglichkeiten und wie gesagt, online oder vor Ort in Kiel oder Hausbesuche, völlig flexibel. Was ich gerne noch wissen wollen würde, du bist immer so
voller Energie geladen, voller, du sprühst ja auch diese Frische aus. Immer wieder, wenn ich mit dir rede, also ich, ne, egal wie müde ich bin, wenn Maren kommt mit Energie. Ja, das, ich finde das, wahrscheinlich ist das auch sehr motivierend für deine Klienten, ne, dass die das so von dir selber so werden wollen wie du. Was meine Frage eigentlich ist, wie bringst du dich selbst in Balance? Wenn du hast mir eigentlich vorhin schon gesagt, ne, das gibt mir Kraft. Ist Wahnsinn, dass dieser Job dir so viel Kraft gibt. Aber was machst du noch so nebenbei in der Freizeit, um dich auszugleichen? Ja, das ist schon wichtig, das merke ich auch. Also ich bin tatsächlich sehr gut gebucht. Also ich glaube, die ersten Termine gibt es halt Ende November, die 5, die noch über sind. Und da muss man natürlich mit einem Vollzeitjob und abends und am Wochenende, ne, die Behandlung muss man natürlich ein bisschen im Haus halten. Und das ist mir auch super wichtig. Also ich habe eine Hündin, mit der ich super gerne Zeit verbringe. Ich wohne ja hier gleich an der Kieler Förde. Also ich liebe es, sonntags mit meinem Hund zu schnappen und am Strand spazieren zu gehen. Ich habe einen tollen Partner, mit dem ich Quality Time verbringe. Dann habe ich mit Golfspielen angefangen, war auch eine Challenge. Habe ich auch mit RTT einige Blockaden lösen dürfen, weil ich erst ein bisschen Anti-Golf war. Yoga, Laufen tue ich, bin gerade einen Halbmarathon wieder gelaufen. Also das sind so meine persönlichen Kraftordner. Und Me-Time, deswegen heißt die Firma so. Also oh, Zeit für mich. Super. Ja, wunderbar. Eigentlich wollte ich dich noch was fragen und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Warum glaubst du, ist die Arbeit am Unterbewusstsein so wichtig im Gegensatz zur Arbeit am bewussten Verstand? Bewusster Verstand bedeutet ja, ich gehe jede Woche, ja, jeden Freitag für eine Stunde zu meiner Psychotherapeutin und für was weiß ich, 8 bis 12 Wochen und lege da alles auf den Tisch, meine Seele. Warum glaubst du, ist das Arbeiten in Hypnose so mehr transformierender und wichtiger als das Gespräch mit im bewussten Zustand? Ja, das ist schön, dass du das fragst, weil das ist auch so ein bisschen mein Aufhänger tatsächlich, weil ich beschäftige mich selbst lange mit Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ja gerade fast auch so ein bisschen so ein Hype, also glaube ich zumindest. Mein Freund sagt immer, ich bin in meiner Bubble, aber ich glaube schon, dass es so ist, dass die Menschen sich mehr mit sich beschäftigen. Es gibt ja viele Podcasts, Bücher, ne, und auch viele inspirierende Kollegen, die ja online sind. Und ich finde, das hat seine Grenzen. Also Podcasts, Bücher, Gespräche mit dem bewussten Verstand, das hat eben eine Grenze. Und die habe ich selbst auch wahrnehmen können. Und es ist eben viel interessanter, mal auf die unterliegende Ebene zu gehen. Also muss ich das vorstellen wie so ein Eisberg. Ja, also die Spitze des Eisbergs, das, was über der Wasseroberfläche ist. Das ist quasi das, was wir heute erleben. Ne? Meine Essstörung, meine Stimmungsschwankungen, meine Erfolgs- und Geldblockaden. Aber der Treiber, der sitzt eigentlich unter der Wasseroberfläche. Das ist das, was das Ganze nährt. Und da mal reinzugehen und ganz einfach zu gucken, was ist es denn? Und für den Klienten das auch zu entdecken. Also er entdeckt es eigentlich, ich leite ihn dazu nur an, ist mega kraftvoll und gibt einem echte Aha-Effekte, die man mit bewusstem kognitiven Verstand gar nicht schaffen kann. Also. Was ich auch als Unterschied vielleicht sehe zwischen normaler Hypnose, ich habe nicht normale Hypnose gelernt früher, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber von den Klienten, die dann zu uns kommen, zum RTT, die haben das gemacht und die beschreiben mir dann immer den Unterschied zwischen Hypnose, normaler Hypnose, und die sagen immer, ich wurde nicht in meine Vergangenheit zurückgeführt. Ich war zwar in Trance, und ich bin am Meer spazieren gegangen, es war super schön, habe mich ganz toll gefühlt, aber mein Problem ist immer noch da. Und ich weiß nicht, wo das hätte gelöst werden sollen, aber mit dem RTT, mit dir oder ja, mit wem man halt zusammenarbeitet, das ist so durchschlagend, weil wir zurück in die Vergangenheit zu 4 bis 5 Szenen zurückgeführt werden, zu unserer Kindheit oft. Und es sind so also wirklich Erlebnisse, die man natürlich vergessen hat, und dann wundert man sich, wie, ja, was haben die denn für einen großen Einfluss auf mein weiteres Leben gehabt? Die Glaubenssätze, die Glaubenssätze, die wir geformt haben in diesen jungen Jahren, und das ist sowas von transformierend, right? Ja, ich erinnere mich noch selbst dran, also ich habe ja dann im Rahmen der Ausbildung ja auch selbst einige Sitzungen bekommen, und es sind auch oft die Situationen, die wir jetzt so in der Retroperspektive sozusagen gar nicht als so schlimm empfinden. Also ich habe mich zum Beispiel in einer Sitzung zum Thema in Beziehung bei mir bleiben, habe ich mich an meine Einschulung erinnert, und zwar, ich weiß nicht, wer das noch kennt, wer in den 80ern geboren ist, gleich, da gab es früher so hübsche
Kragen, die man so umgebunden bekam, ja, sieht aus wie eine Tischdecke, bekam man umgebunden, fand ich furchtbar, ja. So, meine Mutter dachte wahrscheinlich, oh, sie tut mir was Gutes und das Kind so hübsch aussehen. Und ich stand da bei meiner Einstellung und fand das schrecklich, ich fühlte mich hässlich. Und es gibt nichts Schlimmeres für ein Kind, ja, als sich hässlich zu fühlen, wenn man halt eingeschult wird, ja, wo plötzlich zig neue Kinder sind und so. Und also wirklich interessant. Und das kann man, ne, das sagte mein Freund auch kürzlich, der musste sich natürlich auch mal dem unterziehen, sozusagen, als Versuchskaninchen im Rahmen der Ausbildung. Ja, und der sagte auch, also nee, das ist, da kann man so beim Abendessen, kann man da nicht so drüber sprechen. Das ist einem nicht bewusst, so sagte er das. Also, das, und was hat es damals für einen Glaubenssatz, wenn ich fragen darf, bei dir geformt? Also diese, ja, nicht frei zu sein in meiner Wahl. Also, dass ich nicht frei bin zu wählen. Ne? So, dass ich das andere über mich bestimmen. Das war so eigentlich das, was dadurch entstanden ist. Ne? Das Kind wird angezogen, da zur Schule gebracht und keiner fragt mal, wie hättest du denn gern den Tag? Wie darf denn die Schultüte sein? Ja. Welchen Kuchen soll es denn geben? Wen möchtest du einladen? Und das war halt irgendwie alles ein bisschen steif. Und hast, natürlich hast du sicherlich auch diese Transformation, die hast du ja erlebt, wie du eben so schön geschildert hast. Kannst du ein bisschen von dir erzählen, wie sich dein Leben verändert hat, nachdem du RTT bekommen hast? Hat sich da was großartig verändert? Ja, Stück für Stück. Also großartig. Ich meine, ich war schon relativ weit, aber das ist auch so ein bisschen mein Zielklientel, sondern mal Menschen, die schon auf dem Weg sind und irgendwie sagen, ich stehe hier und ich komme nicht weiter. Und so war das für mich auch so ein bisschen. Also da fehlte noch so der letzte Schliff, der fehlte dann auch. Also diese Blockaden, die mich irgendwie noch, ja, selbst sabotiert haben, die mich zurückgehalten haben. Und ja, was soll ich sagen? Also ich führe eine super glückliche Beziehung, in der ich mich mega frei fühle. Ich komme jetzt auch im Golfplatz zurecht irgendwie und ja, lebe meine Passion, indem ich mir hier nebenberuflich was aufbaue. Also es, ja, man steht mehr für sich ein, man fühlt sich freier. Es ist so subtil manchmal und hat aber so eine Wirkung. Die Selbstliebe wächst, nicht? Die Selbstliebe, ja, genau. Selbstrespekt. Und das kann man den anderen wiedergeben. Wunderschön. Wenn du einen Wunsch frei hättest, Maren, für die Menschen, für die Menschheit oder für den Großteil der Menschheit auf der Welt, was würdest du dir wünschen? Dass sie erkennen, dass vieles nicht im Außen, sondern in ihnen selber liegt und dass sie in die Lage kommen, sich selbst anzunehmen und zu lieben, um ihren Beitrag für diese Welt zu leisten. Super. Ich habe versucht, das als einen Wunsch zu formulieren. Ja, für mich, also was ich rausgehört habe, ist, übernimm Verantwortung für dich selbst, ne? Schieb die Schuld nicht auf andere, guck nach innen, da ist so viel in dir, was geheilt werden kann und was dein Potenzial erhöhen kann, ne? Und dich so, ja, wie du so schön sagst, was ist dein Spezialgebiet? Ich löse Blockaden meiner Patienten und bringe sie in ihr höchstes Potenzial. Super, genau. Tolles Schlusswort. Das hast du schön gesagt zum Schluss. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ansonsten? Nee, vielen Dank. Ich freue mich auf weitere Folgen vom Hypnotalk. Erstmal auch vielen Dank an dich, Carina. Du hast ja dieses tolle Format ins Leben gerufen. Du bist ja selbst auch langjährig erfahren als RTT-Therapeutin, machst ja auch viele andere Sachen noch im naturheilerischen Bereich. Mhm. Also ja, ich freue mich, dass ich hier bei dem ersten Hypnotalk dabei war. Komm natürlich gerne mal wieder. Wünsche allen Kolleginnen hier ein tolles, tolle Serie. Freue mich, das auch zu sehen. Und ja, also lieben Dank an dich als Gastgeberin auch. Sehr, sehr gerne. Und wer gerne an der RTT mit mir buchen möchte, ich bezeichne mich als Traumatherapeutin, bin spezialisiert auf Essstörungen und sexueller Missbrauch. Und da hängen auch viel Essstörungen, Gewichtsprobleme. Das hängt alles miteinander zusammen. Und ich poste auch gleich meinen Link, meinen Kalenderlink in die Comments. Und ich bedanke mich recht herzlich. Bis zum nächsten Mal, liebe Maren. Alles Gute und danke, liebe Zuschauer. Vielen Dank, bis bald. Bis zum nächsten Video-Talk. Alles Gute. Tschüss.